Ich habe das Licht angemacht, als ob ich im Operationssaal hier. Stehen Sie auf. Aber La Ventana. So sieht's mal aus hier. Wo sind wir denn überhaupt? Gonza. Der Nebel des Grauens breitet sich aus. In die Küche, Frühstück machen. Was siehst du hier? In Saria oder vor Saria. Muss dann. Und sie amüsieren sich? Minimal. Na, das passt doch wieder. Da laufen sie, die Wiesenpilger, wollen Pilze sammeln. Tja, Alberge Municipal gibt es hier auch. Aber nur offen bis Oktober. Was? Sind wir doch in Rente. Ort für Jubilados. Kieksen so, noch nie einen Pilger gesehen? Ah, Vecinos, Nachbarn, moin. Ich hatte ja ganz vergessen, wo es heute hingeht, oder? Heute geht es von hinter Saria nach Porto Marin. 20 Kilometer. Bin ich mir nicht so sicher, ob man da trinken kann. Na, morgen erfahren. Ja, und außerdem sollte ich mich mal mit meiner Pionierblase ein bisschen zurückhalten beim Trinken. Ja, hier kommt alle 10 Meter ein Pilger. Ab Saria geht es los. Oh, Linda hat wieder einen Freund gefunden. Linda, dir läuft wieder jemand hinterher. Pilgermassen, die rasen heute durch hier. Durch die Orte. Und ist die aus? Ja, ist ja wie auf dem Camino Bastan hier. Nach 104. Trinken wir noch eine Flasche Bier. Den wirst du nicht mehr los. Oh, jetzt guck dir das mal an. Alles voller Pilger. Die Karawane zieht weiter. Eine Pilgerpolonaise hier. Oh. Da bewacht einer die Straße. Entspannten Käffchen trinken hier mit den Pilgermassen. Hier kehrt die Ruhe ein auf dem Camino Richtung Porto Marin. Gruppe ist wieder zusammen. Der verliert seinen Stock. Alles voller Katzen. Der Hund bewacht die Kühe. Und hier wohnt der Bauer, der nicht mehr erschaffen muss. Eine riesige Herberge in Ferreiro. Aber ich glaube, die ist auch zu. Alles zu, überall, wo man schön gesessen hat. 100 Meter, Kilometer Marke ist die Ruhe vorbei. Buenos dias, buen camino. Der Hund wartet auf Waden. Wenn jemand an die Selbstbefriedigungsstempel gerät. Noch richtig rum, so sieht's mal aus hier. Und zack, ja, fehlt die Farbe. Zoldet. Da kommt Linda vom Klo. Hast du Hände gewaschen? Mir selbst einen Stempel geben. Sie. Claro. Wir kriegen die 100 nicht auf hier. Un ladrón de manzana. Sag mal, wo kommst du denn her? 4 Plätze, wir können Pause machen. Llegando en Pueblo Franco. Ist hier wieder? Auerochsen? Ja, ist ein buen lugar. Hier kommt Papier. Queso, tomate. Y con rocas. Ein super Ort zum Pause machen hier. In Stonehenge. Erste Gruppe, mi encanta. Parada de autobus. Deporte? ¿Qué deporte es? Pero es peligroso. Oh no. Schuhe zu klauen. Oh. Un especial restaurante para Jaime. Erst Pilze, dann Stilze. Tu quieres estar mi cena? Gatos y gatijas. Eidechse und die kleine Eidechse. Vegetarisches Restaurant hat sich nicht ausgezahlt in Spanien. Ja. Chips auf dem Camino. Einfach essentiell. Was soll das hier? Das ist doch keine Treppe. Das ist hier ein Abenteuer, hier die Treppe. Ist ja wohl ganz klar, was ich hier mache, oder?
Wo sind wir denn? Porto Marin? Die Municipal, die ist doch bestimmt total leer. Ist doch schön. Mio, ist mio. Ist mejor. Oh, hat der Bojan wieder ein gutes Zimmer ausgesucht. Casa Manuela oder Pension Alberge Manuela. 12 Euro oder Dreierzimmer 45, Doppelzimmer 30. Ja, super Herberge. Manuel, Porto Marin. Große Küche hier über dem Dach. Kannst du Wäsche aufhängen und schnell. Damit auch der letzte Wes, wo ich heute bin. Porto Marin. Überall Schatten. Ich wollte mich in die Sonne setzen, ein Bierchen trinken. Es hat sich schon schlechter gelebt hier. In Spanien. Da sitzen so die Verrückten aus Italien und Köln. In Italien no, aquí tampoco, pero bueno. Atardecer, Puesta del Sol. El vino solo aquí. De comida? De vida? Es ist